Geholz. Ja, Leute, ihr werdet mir nicht glauben, wo ich heute bin. Da steht erstmal das Wichtigste. Prost, Leute. Heute bin ich direkt in Mainz-Kassel. Da waren ja auch schon mal die Römer gewesen, wie ihr wisst. Ob dieses Gestein hier von den Römerbauten sind, das kann ich euch nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall war hier das größte Römertheatrum nördlich der Alpen, hat er gesagt. Hier ist auch so ein Informationszentrum. Aber dadurch, dass wir wieder an einem Tag gekommen sind, wo alles schön geschlossen ist, wird es uns leider nicht richtig möglich sein, hier einzudringen. Zwar richtig tief, wird nichts draus. Gut, Leute, trinke ich erst einmal einen massiven Schluck Bier. So, wir können ja schon mal gucken, dann mit ein paar Infos drüber. Ist ja wieder schön, dass durch Sonne- und Schattenspiel man kaum was sehen kann. Die Gesamtbreite dieses Gebäudes betrug wohl 116 Meter und die Bühnenwand war 42 Meter breit und 30 Meter hoch. Und sie bot Platz für 10.000 Zuschauer, was man wieder überhaupt nicht richtig lesen kann. Scholz. Gut, Leute. So wie ich das vorhin schon mal mich in der Vorbereitung nachlesen konnte, hat man das Ganze hier bei Kanalbauarbeiten entdecken dürfen. Und wir haben eben gerade uns gedacht, da muss das ja alles wohl zugeschüttet gewesen sein. Das ist absolut für die Leute, oder? Hier wird anscheinend etwas restauriert oder so. Oder keine Ahnung, weil normalerweise kann man das ja hier besichtigen und hier eindringen, wie gesagt. Aber anscheinend nicht sonntags und auch nicht an Feiertagen. Scholz, gut, das war ein kleiner Krüppel jetzt. So, Leute, und hier könnt ihr genau sehen, das hier sind moderne Bauwerke. Einmal hier mit dem Kanaldeckel dran. Das sind moderne Backsteine mit dem Kanaldeckel oben dran und das Rohr, das war Teil des alten Kanals. Genau wie hier vorne das Stück. Seht ihr noch mit der Abdeckplatte drauf? Da geht es direkt runter in die Kanalisation. Und anscheinend hat man bei den Grabungsarbeiten dann hier das gute Zeug entdeckt. So, hier haben wir auch die erste Informationstafel. Und die fotografiere ich euch jetzt wie immer erstmal schön ab.
Gut, Leute. In dem Sinne, jetzt ist endlich mal die ganzen Arschlöcher hier fort, dass man sich mal frei bewegen kann. Boah! Muss ich die Zeit erstmal nutzen, um erstmal einen massiven Schluck Bier trinken. Ich habe die Flasche vor noch nicht mal 3 Minuten aufgemacht. Also ich sage mal, vor 5 Minuten ist nur deswegen so weit voll, weil bis ich die Kamera starten konnte, als die Leute gekommen. Na egal, was soll's. Gut, Leute. Hier drüben haben wir übrigens den Bahnhof mit der Haltestation Römisches Theater. Und so wie mir mitgeteilt wurde eben gerade, ist das wohl hier doch nicht Mainz-Kastell, sondern direkt Mainz. Ich habe mich schon gewundert, warum auch hier überall Rheinland-Pfalz steht. Weil ihr wisst, ja, einst war Mainz eine hessische Stadt. Aber weil Dwight D. Eisenhower nach dem Zweiten Weltkrieg hier die Bundesländer so gestaltet hat, wie er das wollte, hat er den Rhein als Grenze gesetzt. Und deswegen ist Mainz-Kastell immer noch Hessen, währenddessen Mainz zu Rheinland-Pfalz gehört. So, Leute, und hier unten dieses Metallgestell. Ja, wir gucken uns erstmal hier hinten schön um, Leute. Filthy, Leute. Wo ihr die einzelnen Stufen seht, also was aussieht, als wären da Stufen, da werden damals die Leute wohl gesessen haben. Und was hier diese wie Brückenpfeiler aussieht, was das für eine Bedeutung hat, weiß ich leider nicht. Und wie gesagt, jetzt kann man hier schön dieses Metallgerüst da sehen. Und so seht ihr auch hier, wie die Wellen weitergehen. Und das, was hier als Metalldraht dargestellt ist, war damals aus Holz, höchstwahrscheinlich. Und hier haben wir die nächste Infotafel und endlich mal scheint schön die Sonne drauf. Gut, Leute, Scholz, dann will ich es euch mal schön abfotografieren. Ja, geil, Leute, oder? So, hier können wir jetzt noch mal schön richtig genau gucken. Wie gesagt, das werde ich mal nachlesen, was die Bedeutung von den Teilen da war. Kommt noch da der Zug. Was das für eine Bedeutung hatte oder ob die Sitzbänke vielleicht bis dort hinten hingingen, das kann ja auch sein. Wie gesagt, Leute, das werde ich nochmal nachforschen und dann werde ich euch das jetzt unten einblenden. Filthy. Gut, Leute. Ah, seht ihr? Hier ist auch wieder modern. Das stammt auch vom Kanal. Dann war das hier wirklich hier die Straße? Seht ihr? Das ist vom alten Kanal wieder. Modernes Mauerwerk. Wie ihr schon am Speis merken könnt. Seht ihr, ganz andere Backsteine als diese hier. Das ist römische Backsteine. Das sind römische Backsteine. Na stark, Leute. Wie gesagt, hier, wo wir uns drauf befinden,
Das war damals das komplette Straßenniveau, wahrscheinlich runter bis zur Bahn. Bis zur Eisenbahnbahnhof da unten. Gut, Leute. Werde ich zum Abschluss nochmal einen massiven Schluck Bier trinken. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Da kommt nochmal Nocta, der Zug. Naja, gut, Leute, was soll's. Dann Prösterchen.